Thomas Mayer und Dieter Klein werden jetzt beide versuchen, das Papier und seine Bedeutung nach vorne zu drehen, zu sagen, das ist jetzt 25 Jahre her, was lässt sich aus dem Papier für die heutigen weltweiten Konflikte lernen? Wenn man sich das, was in dieser Situation entstanden ist, heute nochmal systematisch anguckt, was haben wir eigentlich gemacht, dann kann man sagen, wir haben im Grunde genommen ein Paradebeispiel für eine konfliktbegrenzende politische Aktivität gemacht und haben gezeigt, dass da, wo gemeinsame Interessen sind, auch politische oder ideologische Kräfte, die nichts miteinander verbindet, trotzdem ihre ideologischen Konflikte relativieren können, sobald sie sehen, die gemeinsamen Interessen sind überwiegend. Und wenn man sich anguckt, was sind denn die beiden Hauptbereiche, wo heutzutage ähnliche Konflikte entweder wahrgenommen werden oder existieren, dann kann man sagen, das eine ist immer noch das Erstarken Chinas als Weltmacht, birgt weiterhin das Potenzial, dass in dem Augenblick, wo China so stark wird, dass es nicht mehr von anderen eingedämmt werden kann, von der anderen Seite als Feind aufs Neue wahrgenommen wird, der bei Zeiten begrenzt werden muss, bevor als gleiche Macht in der Welt sich behauptet. Also der Konflikt, der aus dem aufsteigenden China konstruiert wird oder gesehen wird von vielen, ist nicht so harmlos. Wie gehen wir mit China um? Das Zweite ist, dieser amerikanische Ideologe Samuel Huntington, der hat ja mit großem Einfluss überall in der Welt, ich merke das, weil das eines meiner Themen ist, mit denen ich weltweit herumkomme, die Behauptung aufgestellt, an die Stelle des ideologischen Konflikts des 20. Jahrhunderts, das war unsere Baustelle, ist im 21. Jahrhundert der kulturelle Konflikt getreten. Je weniger Ideologien, universalistische Ideologien, die kulturellen Unterschiede überlagern, umso mehr kommt die Eigenheit der verschiedenen Kulturen zum Ausdruck und die Tatsache, dass sie miteinander angeblich unverträglich sind, sodass wir nicht das Zeitalter der friedlichen Zusammenarbeit erleben im 21. Jahrhundert, sondern das Zeitalter der kulturell, religiös motivierten Kriege miteinander unverträglicher Kulturen. The War of Civilizations, the Clash of Civilizations. Das sind Problemfelder. Ich habe mit beiden viel zu tun, konzeptionell, aber auch aktiv, durch Mitwirkung in verschiedenen Handlungsfeldern, wo dieses Modell der Konfliktbegrenzung, das wir praktiziert haben, ohne uns dessen so ganz klar zu sein, eine große Rolle spielen könnte. Denn wenn man mal guckt, was haben wir gemacht dort? Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben gemacht, erstens, in dieser Situation, begünstigt durch die Situation, die wir nochmal beschrieben haben, gesagt, erstens, wir führen mal ein Gespräch darüber, wie nehmen wir überhaupt die Situation wahr? Und haben gesehen, wir haben in wesentlichen Fragen eine gemeinsame Situation zu wahrnehmen. Wir leben nicht völlig in verschiedenen Welten, sondern die Hauptgefahren, denen wir beide ausgesetzt waren, die haben wir sehr ähnlich wahrgenommen. Eben Atomkrieg, ökologische Selbstzerstörung, Explosivkraft des unbewältigten Nord-Süd-Konfliktes. Das waren ja die Impulse, die von Willy Brandt kamen. Also, wir nehmen eine Situation gemeinsam wahr. Das ist normalerweise der erste Schritt. Wir unterhalten uns mal darüber, wie siehst du die Welt? Wo siehst du Gefahren? Das Zweite ist, wir überlegen uns, gibt es gemeinsame Interessen, diese Gefahren abzuwenden? Das war für uns relativ schnell klar, die gibt es, weil wir wussten und merkten, wenn wir diese Gefahren nicht bewältigen, hat der ganze Rest von dem, worüber wir uns streiten, keinen Sinn mehr, weil das alles gefährdet wäre und wegbricht. Der dritte Schritt, was können wir gemeinsam machen, um die Gefahren abzuwenden? Da haben wir in dem Papier eine ganze Menge aufgeschrieben. Zusammenarbeit, Kooperation in der Entspannungspolitik, in der Abrüstungspolitik, Entfeindung im Streit der Ideologien. Und das vierte ist, können wir nicht Regeln, friedensstiftende, konfliktreduzierende Regeln vereinbaren, wie wir über das, was verschieden bleibt, was kontrovers bleibt, vielleicht sogar feindlich bleibt, können wir nicht über das geregelt, zivilisiert miteinander streiten. Das waren die vier Schritte. Wenn man heutzutage irgendwo in einem Krisengebiet, ob das jetzt in Nepal ist
oder in anderen Ecken in Indonesien guckt, wie kulturell, angeblich kulturell, meistens ist das sehr stark sozial und ökonomisch bedingt und die kulturellen Unterschiede werden vorgeschoben, um die Leute zu motivieren, um Kriegsgründe oder Konfliktgründe zu finden. Wenn man schaut, wie da vorgegangen wird, ist dieses Muster, das wir da praktiziert haben, eigentlich in der Regel das, das am erfolgreichsten ist und Erfolg verspricht. Ich sage mal so nebenbei, wir haben es kurz im Auto vorhin schon angesprochen, wir haben zum Beispiel einen Gesprächskreis, das ist nicht sehr offiziell, aber es ist auch kein großes Geheimnis, mit wichtigen Professoren der Zentralen Parteihochschule der Kommunistischen Partei Chinas, wo wir regelmäßig über die Frage diskutieren, was sind die großen Reformprojekte für die Entwicklung eurer Gesellschaft, an der ihr arbeitet, was sind unsere, was verbindet uns, was unterscheidet uns, wie reden wir über das, was uns unterscheidet. Also dieses kann da auch in ganz ähnlicher Weise eine Rolle spielen. Ich würde mir übrigens auch sehr wünschen, du hast zwar recht, Erhard, die Linkspartei ist nicht die SED, aber es gibt natürlich auch noch viele im Westen, die immer wieder möchten, dass sie so ähnlich gesehen wird, sozusagen, dass das SED-hafte in der Linkspartei immer wieder besonders hochgespielt wird, sodass das in der Wahrnehmung, es gibt ja auch noch einige dort, für die das gilt, ich würde mir schon wünschen, dass zum Beispiel zwischen den verschiedenen Kräften im linken Spektrum, sage ich mal, ich sage nicht linkes Lager, ist vielleicht zu viel gesagt, im linken Spektrum in der Bundesrepublik eine solche Kultur des Streits, ein solcher zivilisierter Umgang miteinander einkehrt. Das würde wahrscheinlich für die Mehrheitsverhältnisse und für die Reformfähigkeit der Bundesrepublik ein großer Gewinn sein. Ja, erstmal vielen Dank. Sie haben das ja sehr schön dargestellt, wie man jetzt diesen Dialog auf neue Themen orientieren könnte. Also Sie haben zwei genannt, nämlich China und den so angeblich kulturellen Konflikt mit dem Islam. Trotzdem frage ich mich, ob nicht einfach durch die schlichte Veränderung der Technik in der Welt das in einer gewissen Weise obsolet wird. Denn wir haben ja bekanntlicherweise jetzt das Internet. Und das Internet führt ja sowohl in China wie auch in den arabischen Ländern dazu, dass alle Bevölkerungsgruppen, die Zugang zum Internet haben, sich ja anfangen, grenzüberschreitend und auch kulturell überschreitend mit anderen Bevölkerungsgruppen auszutauschen. Also das Interessante, aber vielleicht auch das historisch Überholte, das wäre jetzt mal meine These, des SED-SPD-Papiers war ja, man hatte eine Grenze, eine Mauer, die Bevölkerungen konnten nicht direkt miteinander reden, es sei denn, der Westbesuch kam im Osten an. Aber eigentlich gab es wenig Dialog. Das heißt, dieser Dialog musste sozusagen von den Intellektuellen oder von Delegierten organisiert werden. Das ist ja jetzt völlig anders. Also jeder weiß ja, wie wichtig das Internet während des arabischen Frühlings war. Und natürlich ist auch in China fast jeder trotz der Zensur im Internet. Gleichzeitig spielt es eine enorme Rolle, dass zum Beispiel sehr viele Chinesen in den USA sitzen, die auch alle mit ihrer chinesischen Heimat korrespondieren können und das auch tun. Also die Frage ist also, kann es noch diese Form des Dialoges, wie Sie das eigentlich 87 praktiziert haben, ist das unter den gewandelten technischen Bedingungen noch sozusagen sinnvoll? Ich denke, das Internet ist in vielen wichtigen Fragen erheblich überschätzt. Das Internet hat manche Möglichkeiten neu gebracht. Zum Beispiel Informationen können auf die Dauer nicht mehr unterdrückt werden. Die gehen einfach weltweit durch, auch in China. Es gibt Möglichkeiten, sich zu verabreden. Das war eine der Bedingungen etwa für die arabische Revolution. Es gibt Möglichkeiten, Dinge transparent zu machen, die Herrschenden verschleiern wollen. Das alles gibt's. Aber konzeptionelles Denken habe ich im Internet noch nie gesehen. Davon habe ich auch noch nichts gehört. Also die ganzen Blogs. Es gibt weltweit unendlich viele Blogs, es gibt wo konzeptionell Blogs. Gedenkt. Es gibt Blogs, ja. Aber wirkliches konzeptionelles Denken in dem Sinne, dass bestimmte Projekte, bestimmte Probleme durchdacht werden in länger laufenden Dialogen, dass daraus eine Gruppenbildung erfolgt, dass es in der Gesellschaft verankert ist, das ist eigentlich nicht die Tugend des Internet. Wenn Sie mal China als Beispiel nehmen, ein sehr interessantes Beispiel. Dafür, dass wenig von dem, was die Partei macht, was die Funktionäre der Partei machen, noch geheim bleiben kann, sorgt das Internet. Aber dafür,
dass Vorstellungen entwickelt werden, wie könnte es in China weitergehen? Was für eine Art von Gesellschaftsmodell könnte sich da entwickeln? Dafür sozusagen Koalitionen auch zu bilden, das machen Institute, das machen Arbeitsgruppen an Forschungsinstituten, an Universitäten. Also ich glaube nicht, dass das etwas ist, dass das Internet trotz der selektiven starken Tugenden, die es hat, schaffen könnte. Also kurzum, ich glaube, diese Art von konzeptorientiertem Dialog wird dadurch gewiss nicht überflüssig. Vielleicht kann das Internet helfen, es zu verbreiten oder neue Impulse aufzunehmen. Ja, vor 25 Jahren, also im Dialogpapier, als gemeinsam und kooperativ zu bewältigende Menschheitsaufgaben, 4. Erstens, ich erinnere bloß ganz knapp daran, Frieden durch gemeinsame Sicherheit, atomare Abrüstung. Zweitens, Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für alle auf der Erde, aber auch im eigenen Land. Drittens, Überwindung der ökologischen Krise. Viertens, Überwindung von Hunger, Not, Rückständigkeit in Entwicklungsländern. Das waren die 4 Kernthesen, die da am Beginn dieses Papiers standen. Als Voraussetzung dafür wurde ausgemacht, die Friedens- und Reformfähigkeit beider Seiten und ein kulturvoller Dialog, der daraus etwas macht oder sie befördert. Erste These, also ich spreche sehr verknappt, weil unter dem Druck der Umstände hier, die neben mir sitzen. Die Umstände sagen auch, dass sie das direkt vor sich. Also These 1, der Staatssozialismus scheiterte, wie wir wissen, an seiner strukturellen Reformunfähigkeit in Europa. Die von beiden Partnern des Dialogpapiers entweder aus Gründen der Überzeugung oder eines Wunschdenkens oder ich war nicht dabei oder als Kompromiss trotz eigener prinzipieller Zweifel schriftlich festgelegte Zuschreibung der Reformfähigkeit an den Staatssozialismus, die hat sich als Irrtum erwiesen. Aber die Frage ist, was ist denn die Bilanz für die andere Seite, also für die bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften? These 2, der Westen hat seine Reformfähigkeit erfolgreicher unter Beweis gestellt, gemessen an seiner Potenz für systeminterne, systembewahrende Veränderungen. Darauf verweisen der New Deal von Roosevelt und die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten und etliches mehr. Hochtechnologische Umwälzungen wurden vorangetrieben. Die Bundesrepublik wendet sich sogar, nachdem sie gerade die AKW-Laufzeiten verlängert hatten, einer Energiewende zu. Also das spricht für Reformfähigkeit. Aber die demokratisch-sozialen Reformen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften in dem von Ralf Dahrendorf so bezeichneten sozialdemokratischen Zeitalter der Nachweltkriegsjahrzehnte, die sind ja dann in die Krise des Fordismus umgeschlagen und mündeten einen neoliberalen Kapitalismus. Und 1989, als sich mit der Implosion des Staatssozialismus in, ja, für alle, wie wir eben nochmal gehört haben, doch überraschenderweise eine ganz historisch einmalige Chance anbot, die Reformfähigkeit des Kapitalismus in einem der Neugestaltung dringlich bedürftigen riesigen Raum unter Beweis zu stellen, da funktionierte es eigentlich nicht. Als auch im Westen schon auf die Agenda ein weitgehender Wandel gesetzt war, da vollzog sich das so, wie das Ulrich Beck mal knapp bemerkt hat, Marktwirtschaft und keine Widerworte. Ich weiß, warum das nahe lag, aber gleichwohl, glaube ich, war das ein historisch schwarzer Moment für die Reformfähigkeit der westlichen Gesellschaften. Im Mainstream-Diskurs wurde der Begriff Reform weitgehend umgedeutet. Reformfähigkeit wird gemessen an Deregulierung, vor allem an sozialstaatlicher Deregulierung, an sogenannter Flexibilisierung der Arbeit, an Privatisierung, Liberalisierung, Finanzialisierung. Und das Resultat ist nach mehr als 3 Jahrzehnten zunehmend finanzkapitalistischer Entwicklung, dass die großen im Dialogpapier benannten Menschheitsprobleme ungelöst sind und auch eine Lösung nicht so sehr in Sicht. Die Entwicklung hat ja eingemündet in eine große mehrdimensionale Krise, die noch andauert.
Für nur zivil lösbare Probleme werden erfolglos militärische Lösungen gesucht. Die ökologische Krise hat sich dramatisch vertieft, wie das damals überhaupt noch nicht, also es war schon sozusagen übersehbar, wo es lang geht, aber in der gegenwärtigen Tiefe war das nicht erfahrbar. Und die Frage, finde ich, ist, ob der Kapitalismus auch gemessen an diesen großen globalen gravierenden Problem, ob er auch gemessen daran so reformfähig ist, wie wir eigentlich gedacht haben. Das ist für mich die Frage. Die Erfahrung, will ich mal rasch zurückbinden, der Reformkräfte im Staatssozialismus, also die SED-Reformer eingeschlossen, die ist, dass ihre Hoffnung auf die Reformfähigkeit des Kapitalismus, nachdem sie in den des Sozialismus hineingewachsen in ihn, sozusagen engagiert und nun mit der Hoffnung, was können wir daraus machen und auch mit der Erwartung, dass das, was sie mit diesem System verbindet, eigentlich das ist, was daraus werden könnte, wie das mal Volker Braun gesagt hat, diese Hoffnung haben nicht funktioniert. Und für mich ist die Frage, ob vielleicht auch wir sind ja selber mit hineingewachsen, aber hineingewachsen in dieses System, ob man nicht da gleichen Versuchungen unterliegen kann und wiederum die Reformfähigkeit vielleicht zu hoch einschätzt. Diesmal aber die des Westens, also dieses allumfassenden. These 3. Der Kapitalismus hat gemessen an den Herausforderungen einer Friedenswelt, sozialer Gerechtigkeit für rund um alle und eines menschenwürdigen Lebens für alle und an der Bewahrung der Biosphäre und der Solidarität mit der Dritten Welt, wie gemessen daran, hat er seine Reformfähigkeit bisher nicht bewiesen. Eine harte These, aber um das Problem zuzuspitzen. These 4. Trotz der historischen Chance für den Weltfrieden, ach, die spare ich mir, das hätte man jetzt ausführen können. Dafür gibt es viele hübsche Zahlen. Also beispielsweise nur eine Zahl ist doch eine Versuchung. 211 Billionen Dollar umfassen die reinen Finanzvermögen auf dieser Erde. Und 59 Billionen das Bruttosozialprodukt, oder Bruttoinlandsprodukt. Und wenn Finanzvermögen sind ja immer Ansprüche auf Verwertung. Und wenn sich diese 211 Billionen nur mit 1% verzinsen würden, wären das 2,11 Billionen im Jahr und das wäre etwa der Zuwachs des Weltbruttosozialprodukts. Aber in Wirklichkeit ist ja der Zinsanspruch ein viel höherer und bedeutet diese völlig absurde Situation, dass damit immer neue Krisen ausgelöst werden. Also ich verweise nur mit einer einzigen Zahl darauf und man könnte die Größenordnung der Weltrüstung nehmen und so weiter. Also diese großen Fragen sind nicht gelöst. These 5, die bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften befinden sich also in einer höchst widersprüchlichen Situation. Einerseits aufgrund ihrer demokratischen, pluralistischen Verfasstheit, Rechtsstaatlichkeit, dynamisierenden Wettbewerbsprinzips, hoher Produktivität reformfähig und andererseits verweisen die ungelösten Großprobleme darauf, dass die Mobilisierung dieser Reformfähigkeit in gravierenden Fragen eigentlich noch aussteht und der Ausgang eigentlich noch offen ist. These 6, gegen das die Realität stark bestimmenden Szenarios eines Weiter-so und gegen das mögliche und sich bereits abzeichnende Szenario eines staatsinterventionistisch modifizierten neoliberalen Kapitalismus mit einem Trend zum Green New Deal und gegen ein nicht ganz auszuschließendes Szenario in bestimmten Ländern und von Seiten bestimmter Kräfte eines Rückfalls in einige Entzivilisierungsprozesse. Also dagegen könnte man aus der Sicht einer modernen Linken sagen, auf die politische Agenda rückt der Übergang der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften eine postneoliberale Transformation. Ein Übergang der heutigen neoliberalen Gesellschaften zu postneoliberalen Gesellschaften, die demokratischer sind als die heute, die ökologisch manövrierfähiger sind, die friedensoffener sind, die also diese großen Probleme in ganz anderen Dimensionen voranbringen, als wir das bisher
beobachten. Das wäre also die Transformation von dem neoliberalen Kapitalismus zu einem, ich sage das mal jetzt so, anderen, besseren Kapitalismus. Und solcher Entwicklungspfad vermute ich nur gegen sehr heftige Widerstände durchzusetzen. These 7, um das Unterlaufen einer solchen möglichen Strategie der Transformation zu einem sozial-libertären Kapitalismus auszuschließen, um einer Verkehrung einzelner oder vieler progressiver Reformen, die es ja immer gibt, in eine Integration, in die Festigung des gegenwärtigen Herrschaftsmechanismus entgegenzuwirken, damit es uns nicht so geht, wie es uns ging, als der fordistische Kapitalismus überrollt wurde durch eine neue Phase eines neoliberalen Kapitalismus. Also um dem zu entgehen, wäre sicherlich notwendig, die Dinge nach vorn zu bewegen. Das heißt, immer mehr Momente, die man eigentlich einem demokratischen grünen Sozialismus zuschreiben könnte, in diese postneoliberale bürgerliche Transformation hineinzuholen. Also meine Frage ist, ob man mal reden sollte über die Möglichkeit einer Strategie, die basiert auf der Annahme einer doppelten Transformation. Also auf der Transformation in eine andere bürgerliche Gesellschaft, in die aber nicht irgendwann danach, nach dem großen Rubikon der Sozialismus kommt, sondern hineingeholt viele Momente, die eigentlich einem demokratischen Sozialismus zuzuschreiben wären. These 8, gegen eine solche Perspektive stehen die realen Machtverhältnisse. Es klingt jetzt beinahe so, als ob das die Passage ist im Dialogpapier, wo ich sage, und die Marxisten-Leninisten, die betonen immer das Eigentum. Also wenn man das mal mit den Leninisten wegnimmt, aber das Eigentum kann man immer noch betonen, weil nämlich erhebliche Machtressourcen bei den transnationalen Unternehmen nun mal liegen und weil gegenwärtig die Welt getrieben ist von den Finanzimperien der großen Banken, der Investmentgesellschaften. Und da wird es vermutlich doch legal sein, darauf zurückzukommen, dass etliches an den Eigentumsverhältnissen, mindestens im Finanzsektor und ich glaube auch in der Energiewirtschaft, und positiv gewendet zugunsten eines breiten öffentlichen Sektors, insbesondere öffentlicher Daseinsvorsorge, zu verändern sein wird. Und These 9 oder so, muss ja irgendwann zwischendurch etwas kürzen, könnte ich mir das vorstellen, in einem Dialog nun auch doch wieder der Sozialdemokratie mit der Linken. Ich habe mir nochmal das Hamburger Grundsatzprogramm der SPD angeguckt, wo vom demokratischen Sozialismus die Rede ist, wo der sehr schön beschrieben wird, vermute ich aus Ihre Hand nehme ich an, also sehr schön beschrieben ist und wo da steht, das ist für uns eine große Vision, an der wir im Alltag permanent arbeiten. Das hätte viel zu tun mit einer Transformation bürgerlicher Gesellschaften, in denen daran gearbeitet wird, Elemente sozusagen einer Gegenlogik. Karl Polanyi, als der über die große Transformation vom Feudalismus und so weiter zum Kapitalismus sprach, der sprach davon, dass es immer zu dieser kapitalistischen, marktorientierten Tendenz eine Gegentendenz gibt. Immer eine Gegentendenz der Bewahrung der Gesellschaft, ihrer Rettung. Und die kann man auch als demokratischer grüner Sozialismus interpretieren. Und warum sollte man nicht auf einer solchen Konzeption einer doppelten Transformation das Nachdenken über Strategien, die dann doch etwas anders sind als der gegenwärtige neoliberale, finanzialisierte Kapitalismus nachdenken. Und vielleicht wäre das ein Gesprächsstoff, Thomas Mayer hat ja eben auch so geendet, für eine plurale Linke, für allerlei verschiedene Sorten von uns, die sich darüber verständigen könnten, ob eine solche Konzeption Sinn macht, weil sie mobilisiert gegen den gegenwärtigen, doch noch weitgehenden Grundzustand, an dem aber anders als das im Dialogpapier der östlichen Seite damals
mit gutem Recht zugeschrieben wurde, diesmal die Lage so ist, dass SPD und Linkspartei auf die Evolutionspotenziale dieser Gesellschaft setzen, darauf hoffen und nun aber wahrscheinlich gefordert sind, daraus mehr zu machen, als in dieser gegenwärtigen Phase, in der wir uns jetzt befinden. Wir hätten uns, Erd, ich weiß nicht, wie du es siehst, in dieser Zeit 85 bis 87 nicht vorstellen können, dass die Dominanz von Märkten in den kapitalistischen Ökonomien in dieser Art und Weise über die Politik triumphiert, Demokratie beiseite schiebt, sich so durchsetzt, werden uns auch nicht vorstellen können, dass es so weitgehende Abbauten im Sozialstaatsbereich gibt, wie das geschehen ist. Da ist eine neue Qualität eingetreten. Wir haben Analysen von Leuten, die da sehr gute, empirische, auch weltweit vergleichende Studien machen, die eigentlich doch zeigen, selbst in solchen fortgeschrittenen Ländern wie Skandinavien, Deutschland, anderen, sogar in Skandinavien, hat es erhebliche Abbauprozesse im Sozialstaatsbereich gegeben. Es hat erhebliche Machtgewinne für Unternehmer, Unternehmensentscheidungen gegeben gegenüber Gewerkschaften, gegenüber Betriebsräten. Es hat erhebliche Triumphe von Marktmacht gegenüber politischer Macht gegeben, in einer Art und Weise, dass wir schon sagen müssen, das ist eine neue Qualität, die da jetzt eingetreten ist. Die Demokratien bei uns kämpfen sozusagen um Einfluss. Und um es ganz verknappt zu sagen, ohne jetzt die Diskussion ins Detail zu führen, ich sehe das so, wenn Sie das beziehen auf das Papier, dass die realsozialistischen Länder sich am Ende dann nicht als reformfähig erwiesen haben, sondern zusammengebrochen sind. Das haben wir gesehen. Ob die kapitalistischen Ökonomien mit den demokratischen Strukturen, die sie haben, in diesem Sinne ausreichend reformfähig sind, um die ökologische Krise zu meistern, um gleichzeitig die sozialen Krisen in großen Teilen der Welt zu überwinden und um wieder eine halbwegs menschenfreundliche Ökonomie herbeizuführen, das müssen wir erst noch sehen. Bewiesen ist das auch nicht. Die Chancen sind natürlich da, weil es die demokratischen Spielräume gibt. Es gibt die Kräfte, die das formulieren. Es gibt eine öffentliche, heftige Debatte, die auch stärker wird. Es gibt weltweite soziale Bewegungen. Es gibt Akteure, die was dafür tun. Aber im Moment sieht das nicht sehr günstig aus. Wir haben neulich mal drüber diskutiert in einem anderen Kreis, woran liegt das eigentlich, dass die Märkte und diejenigen, die die Märkte beherrschen, einen so gewaltigen Landgewinn gegenüber den Gesellschaften und den Demokratien erreicht haben in den letzten zwei Jahrzehnten. Und das ist ganz interessant, so ganz genau kann man das nicht sagen, aber da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Natürlich spielt die Globalisierung eine Rolle, als Realität, aber auch als Vorwand. Und natürlich spielt auch der Zusammenbruch des Sowjetsystems eine indirekte Rolle. Denn solange das da war, hat es ja immer als Druck gewirkt, auf die westlichen Gesellschaften im Sozial- und Wirtschaftsbereich etwas vorzuweisen, was wirklich wesentlich besser und überzeugender ist. Und in dem Augenblick, wo das nicht mehr da ist, gibt es im Unternehmer, vor allem im Unternehmerbereich, im Unternehmerlager und bei den Politikern, die das stützen, eine ganz starke Tendenz zu sagen, darauf müssen wir nicht mehr so große Rücksicht nehmen. Wenn man jetzt den Sozialklimbim beschneidet an vielen Ecken und eben marktkonforme Demokratien einführt, also sozusagen, dass die Demokratien und der Staat zum Zuarbeiter für die Märkte werden, viel Gegenwind haben wir da eigentlich im Grunde nicht mehr. So. Und aus dieser Situation herauszukommen jetzt mit einer Organisation von Macht und Konzeptionskraft, das ist zwar eine Aufgabe, aber gelöst ist die noch nicht. Und dass da ein Zusammenarbeiten der Kräfte im linken Spektrum mit einer potenziellen Mehrheitsfähigkeit ein entscheidender Faktor sein kann, ist sicherlich auch eine Tatsache. Der Begriff demokratischer Sozialismus, Sie haben jetzt in der zweiten Runde darauf verwiesen, wird ja in den Programmen beider Parteien, SPD und Linke, gebraucht. Kann das ein Thema sein, auch dass die Parteien darüber in ein gründlicheres Gespräch kommen? Ja, ich stimme dem zu, über den demokratischen Sozialismus lohnt sich ganz sicherlich ein Dialog.
da gibt es ganz sicher auch genügend Gemeinsamkeiten dessen, was man eigentlich damit will, was eigentlich die Werte sind, auf die man hin will, und der Instrumente, von denen man glaubt, sie seien besonders gut geeignet, dahin zu kommen. Diesen Dialog, den kann man führen, den sollte man auch führen. Den kann man sehr rational führen. Und in gewisser Weise haben wir den ja damals auch schon so ein bisschen geführt. Was sind denn eigentlich die Werte, die uns leiten? Was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Und warum glauben wir, dass bestimmte Instrumente dafür gut geeignet sind? Und oft sind die Unterschiede dann in der Hauptsache solche Instrumentenunterschiede. Dass man glaubt, bestimmte Instrumente, bestimmte Organisationsformen seien besonders gut geeignet. Darüber kann man sich doch unterhalten. Es ist ja hier darauf verwiesen worden, dass man genau auf die Ideologien damals kam im Gespräch, dass man also genau das besprechen wollte, was sonst immer als störend empfunden worden ist. Und ehrlich gesagt, ich hatte in der Programmdebatte der Linken auch so eine Diskussion, habe da mit Mühe auch über die Friedensfähigkeit des Kapitalismus reden müssen. Es gibt da doch einigen ideologischen Restbestand in der Linken. Die Geschichte der beiden Parteien im Verhältnis zueinander ist ja auch immer sehr schwierig. Da sind ein paar ideologische Fragen offensichtlich, die wir immer zur Seite schieben müssen, wenn wir zur politischen, pragmatischen Kooperation kommen. Aber da wäre ja die Überlegung dieses damaligen Diskurses jetzt zu sagen, eigentlich müsste man sich mal hinsetzen und genau diesen ideologischen Restbestand oder was da sozusagen an theoriefundiertem Hass noch zwischen beiden Parteiformationen dann da ist teilweise, ob man nicht das doch mal in einen Dialog anspricht und versucht, damit vernünftiger umzugehen, als das bisher der Fall ist. Denn das sind ja doch einige Blockaden jetzt die Folge, die politische Auswirkungen haben. Was ich glaube, was ja bei allen Diskutanten durchgeschimmert hat, ist ja dieser Wunsch eigentlich für die Zukunft, dass ein Dialog zwischen SPD und Linken stattfinden kann, wie er früher so mühelos zwischen SED und SPD möglich war.